Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir laden Sie ein, sich den heutigen Inhalt anzusehen. Sie reagiert auf die Anfeindungen. Mit den Fans von Helene Fischer und Florian Silbereisen legt sich Beatrice Egli so schnell sicher nicht mehr an. Im Gala-Interview erklärt die Musikerin, ihre Aussage in Silbereisens Schlagershow wurde völlig überinterpretiert. Mit dieser heftigen Reaktion hat Beatrice Egli, 29, nicht gerechnet. Bei ihrem Auftritt in der Samstagabendshow Heimlich. Die große Schlagerüberraschung sorgte die Sängerin mit einer Äußerung für reichlich Aufsehen. Auf die Frage, wie es denn um ihr Privatleben bestellt sei, antwortete die 29-Jährige dem Moderator Florian Silbereisen: Es gibt ja welche, die pflegen eine öffentliche Beziehung, ich kenne da jemanden. Und dann gibt es da welche wie mich, ich bin eher so alles gerne privat. Der Club 3-Sänger ist bekanntlich mit Musikerin Helene Fischer liiert. Daraus machen die Schlagerstars auch kein Geheimnis. Doch Beatrice Eglis harmlose Aussage wurde von den Fans des Paares prompt als Spitze gegen die beiden eingeordnet. Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Die Fans von Helene Fischer sind sauer. Mit Kommentaren wie Liebe Beatrice, nein, Florian und Helene führen keine öffentliche Beziehung. Was du dir da erlaubt hast gestern war unter aller Sau und ich hoffe, dass du dich noch bei beiden entschuldigt hast. Es ist ein Novo, wie sie sich verhalten hat, oder auch waren wir sehr verwundert, da du normal so herzlich bist. Dass du so komisch zu Florian warst, die Aussage fand ich nicht okay. Machten die Zuschauer ihrem Unmut über Eglis Worte auf ihrer Facebook-Seite Luft. Beatrice Egli reagiert auf die Fan-Kommentare. Eine Empörung, die die Musikerin sogar nicht nachvollziehen kann. Im Gala-Interview stellt Beatrice Egli klar, ich glaube, jeder der das gesehen hat, weiß, das war keine Anspielung, sondern einfach nur ein Statement. Ich halte vieles lieber privat. Für mich ist Privatleben Privatleben und mehr war da gar nicht dahinter. Mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Die vielen und vor allem heftigen Reaktionen auf ihren Auftritt haben die Schweizerin daher sehr überrascht. Hinterlassen Sie unten einen Bewertungskommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können.